herzlich willkommen zurück zu Part 75 von Let's Play The Sims 4 Rick's Riches Challenge. Wir sind hier wieder zurück bei unserer lieben Familie Loha. Und im letzten Part haben wir tatsächlich den Geburtstag von Kiana gefeiert. Und Kiana ist jetzt eine Erwachsene. Also eine junge Erwachsene. Ich kann es noch gar nicht glauben, auch ihr seid ein bisschen emotional geworden in den Kommentaren und habt geschrieben, wie krass schnell die Zeit vergeht. Ich meine, wir sind hier schon bei Part 75, aber irgendwie ist das trotzdem verrückt, dass unsere Kiana jetzt auch eine junge Erwachsene ist. Ihr habt mir auch reichlich Vorschläge geschrieben für ihre Storyline. Da freue ich mich auch sehr drauf. Darüber werde ich euch in diesem Part auch berichten. Allerdings ist heute noch ein Geburtstag, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Also ich wusste ja, dass er kommt, aber jetzt ist er schon da und das war definitiv zu schnell. Und zwar hat Ethan heute Geburtstag. Ethan wird heute zum Senior. Deswegen feiern wir heute dann Ethans Geburtstag, aber wir beginnen den Part mit einem schreienden Jaden. Aber nicht, also das filme ich nicht einfach so, weil ich das lustig finde, wenn Babys schreien, sondern ich finde es richtig süß. Er ist aufgewacht, hatte einen Albtraum. Und es sind so viele Sims im Haus. Es sind ja auch, Malia ist da, Marie ist da und die ganze Family ist da. Und er entscheidet sich, bei Kiana, also zu Kiana ins Bett zu gehen und ja, sie zu wecken und ihr zu sagen, ich hatte einen Albtraum. Und das finde ich irgendwie richtig süß, weil ich ja gesagt habe, dass ich möchte, dass die zwei so ein Special Bonding haben quasi. Und deswegen kann Kiana ihn jetzt mal trösten. Wie geht es nochmal? Irgendwie geht es doch, oder? Es wird gut werden oder so, kann man sagen. Oh, Kai möchte einen Rat haben. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Übe jetzt schon einmal, wie man sich verbirgt, besorge dir ein Ninja-Outfit. Er soll üben, wie er sich verbirgt. Okay. Ansonsten sind alle ziemlich gut drauf. Louis ist ein bisschen müde und stinkig, aber er will sich auch nicht die Windel wechseln lassen irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht mag er es einfach gerne zu stinken. Dieser Urlaub dauert noch einen Tag. Du kannst die Ferien am Telefon oder Computer verlängern, indem du Urlaub verlängern willst. Okay. Aber ich denke, das ist schon okay, so wie es ist. Wir feiern jetzt heute noch Ethans Geburtstag und alles gut. Aber es ist ein wunderschöner Tag, so wie ich es prophezeit habe. Gestern war ja nicht so gutes Wetter, aber dann freuen wir uns umso mehr, dass heute so wunderschönes Wetter ist. Diese zwei Engelchen hier sind draußen am Flirten und spielen eine Runde dieses Hufeisenspiels. Das finde ich ja sehr schön. Vielleicht kann Ethan ja mal eine Runde mit Kai angeln gehen. Wie wäre das? Das fände ich eigentlich ganz süß. Hier unten ist irgendwo, da ist ein Angelspot. Mach das doch mal so zu deinem Geburtstag. Kannst du mal ein bisschen angeln gehen. Und unsere liebe Kiana bekommt jetzt ein Umstyling verpasst. Denn ihr wisst ja... Okay, Girl. Ihr wisst ja, dass ich Umstylings liebe. Und der letzte Part war ohne ein Umstyling. Ihr wart auch alle sehr schockiert. Alle haben in die Kommentare geschrieben, Nina, kein Umstyling? Was ist mit dir los? Ja, ich weiß. Ich war einfach ein anderer Mensch. Naja, deswegen müssen wir uns jetzt auf jeden Fall ranmachen, ihr ein Umstyling zu geben. Ich freue mich sehr. Kiana hat einfach den coolsten Style, finde ich. Also ich kann mich mit ihrem Style sehr gut identifizieren. Und es wird sich vermutlich nicht ganz so mega viel ändern, aber so ein bisschen was Neues. Vielleicht auch mal eine neue Frisur oder so. Ich werde mal schauen, was sich machen lässt. Love.
Shoki. Das ist unsere neue Kiana. Leute, meine Liebe wächst einfach. Sie wächst von Minute zu Minute. Ich kann nicht beschreiben, wie wunderschön ich Kiana Owens finde. Warum heißt sie eigentlich immer noch Owens? Wir nennen sie jetzt mal Loha. Loha. Ich finde sie wunderschön. Wunderschön. Und wer sie nicht wunderschön findet, der hat irgendwie Tomaten auf den Augen oder so, weil das ist wirklich... Ja, wie gesagt, es sind nur kleine Änderungen, die ich gemacht habe. Ich denke, man kann noch mehr als erkennen, dass es unsere Kiana ist. Aber sie sieht auf jeden Fall erwachsen aus und das finde ich cool. Ihr Stil ist natürlich genauso sportlich geblieben wie vorher. Hier bei dem formellen Outfit habe ich ihr mal einen Rock gegeben. Das fand ich mal ganz schön. Dann hat sie eine neue Sportkleidung. Schlafkleidung ist die gleiche geblieben. Hier haben wir nur das Oberteil gewechselt. Dann hat sie einen neuen Bikini, eine neue Outdoor-Kleidung. Ich glaube, das ist die Hose, die Katie auch immer anhatte als Teenager und auch noch als Erwachsene dann, glaube ich. Und ich finde es richtig schön. Und die Outdoor-Kleidung ist auch die gleiche geblieben, weil ich finde, das sieht sehr cool aus und steht ihr super gut. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es euch auch gefällt. Ich finde es halt schön, dass sie trotzdem noch ihrem Stil so treu bleibt. Aber man halt erkennen kann, okay, sie ist älter geworden und sie ist jetzt eine Frau. Und ja, ich freue mich einfach so sehr. Ach Gott im Himmel! So, Katie hat Frühstück vorbereitet, sie hat lecker Omelette gemacht. Marie setzt sich hier direkt mal neben sie, dann kann Katie sich ja mal ein bisschen mit ihr unterhalten. Es haben auch sehr viele gefragt, ob wir Marie mal ein Umstyling geben können. Elternteil aufmuttern? Oh Gott, sie ist traurig wegen Louis oder was? Ich habe mich dagegen entschieden, Marie ein Makeover zu geben. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Aber ich finde, ihr Stil ist so ihr Markenzeichen und natürlich wird sie immer erwachsener und immer älter. Aber irgendwie wäre es ja auch komisch, wenn ich ihr jetzt plötzlich einen ganz anderen Stil geben würde und ihr nicht mehr die Herzchen auf die Wange geben würde und vielleicht nicht mehr die bunten Haare und sowas. Weil es ist halt ein Teil von ihr und so alt sind sie jetzt auch noch nicht. Ich glaube, sie sind immer noch junge Erwachsene und ich denke, da kann sie ruhig noch so ein bisschen wild aussehen. Kiana, du hattest doch Hunger. Warum nimmst du dir nichts von den Eiern? Los. Take it, man. Ist er da gerade... Oh, ich dachte gerade, er ist verdorbene Würstchen. Aber er stinkt so, oder? Warte mal. Ich weiß nicht, ob er stinkt oder die Würstchen. Kiana sieht auf jeden Fall super schön aus. Ich bin so glücklich mit dem Makeover. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich es schaffe, sie doch anders aussehen zu lassen. Aber dass sie trotzdem noch aussieht wie sie selbst. Also finde ich echt super cool. Kai und Ethan sind hier vorne am Angeln. Die haben zwar auch ein bisschen Hunger, aber sie können gleich, wenn sie von der Angeltour wiederkommen, essen. Kai ist ein bisschen überhitzt. Das ist natürlich jetzt tragisch. Ethan auch. Ne, Ethan mag die Wärme, glaube ich, ganz gerne. Aber das ist so ein kleiner Daddy-Sohn-Trip. Ich mag es voll. Er hat jetzt hier auch noch einen Fisch gefangen. Kai hat auch schon ganz erfolgreich ein paar gefangen, was ich sehr cool finde. Er hat einen amerikanischen Flussbarsch gefangen, einen Glasaugenbarsch und eine Forelle. Also ihm scheint das sehr zu liegen. Ich meine, wir haben ja gesagt, dass er eine Special-Bindung so zum Ozean hat und dass er sich auch sehr dafür interessiert. Dann liegt das natürlich nahe, dass er auch so ein Händchen fürs Angeln hat. Aber selbstverständlich ist das nicht und darüber freuen wir uns dann natürlich sehr. Ich hoffe, dass jetzt sich gleich mal irgendwer dazu entscheidet, Louis zu baden. Aber es hat irgendwie keiner Bock. Kiana hat es gerade nochmal versucht, aber Louis sagt dann nochmal, nein! Und deswegen ist er jetzt halt so stinkig und das bleibt doch erstmal so. Katie backt natürlich jetzt noch einen Kuchen für ihren allerliebsten Lieblingsmann. Es gibt natürlich, wie könnte es auch anders sein, einen Kokosnusskuchen. Das ist nun mal bei dieser Familie so. Und Leute, jetzt, wo wir hier unsere kleine Auszeit hatten, ne? Ich freue mich so sehr auf das neue Pack. Ich finde das so cool. Also ich bin mal wieder so gehypt wie schon lange nicht mehr. Also ich war ja sehr enttäuscht von den letzten Packs. Sowohl die Erweiterungspacks als auch die Game Packs und sowas. Und ich freue mich jetzt so sehr auf das neue Pack. Also ab ins Schneeparadies, so wie das heißt. Und ich kann mir das einfach schon so gut vorstellen, wie wir dann so einen Familienurlaub, wie wir das jetzt hier gemacht haben, im Schnee machen. In Mount Komorebi oder wie das heißt. Es wird großartig. Es wird so schön. Und dann können wir so mit den Kindern Schlitten fahren und so. Also dann sind natürlich alle schon älter. Aber es wird einfach wunderschön. So. Du bist immer noch hier unten, das ist sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass Kai nicht hier verbrennt. Ableben durch Verbrennen, das wollen wir natürlich nicht. Kai, geh mal bitte zur Unterkunft. Papa Ethan kann nichts aufhalten. Ich weiß nicht genau, warum er so motiviert ist. Er kann auch übrigens irgendwie voll krass angeln. Ich weiß nicht. Vielleicht wegen seines Jobs. Er hat Bienenwachs gefahren? Oh, nee, ist von den Bienen. Naja, gut. Aber er muss sich jetzt hier mal ein bisschen abkühlen, weil ihm geht es nicht ganz so gut. Schnell, Kai, renn nach Hause!
Und isst eine Portion. Oh, der Kuchen ist fertig. Ist supi Sache. Ist eine Portion von dem Kuchen. Und Kiana kann da mal ganz schnell hier ein paar Geburtstagskerzen drauf machen. Guck mal, die zwei kleinen Scheißis machen zusammen einen Nap. Wie süß ist das denn? Also Louis ist immer noch in seiner stinkenden Uniform. Aber ja, er macht auch einen Nap mit. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Vielleicht kann die Oma es mal versuchen. Wir versuchen es jetzt mal mit Oma. Oma Katie to the rescue, geh ihn baden. Mal gucken, ob er das zulässt. Das ist gerade so ein bisschen schwierig. Aber mal sehen. Ich glaube, Marie und Malia sind auch so ein bisschen überfordert, auch wenn Malia sich immer schön um ihre Geschwister gekümmert hat und so. Es ist natürlich nochmal was anderes, ein eigenes Kind zu haben. Und vor allem ist es ja auch ein Adoptivkind und sie müssen erstmal die Marotten des Kindes kennenlernen und sowas. Katie. Okay, ich glaube, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's, Leute. So, Ethan, willst du jetzt mal nach Hause kommen? Ja, jetzt hat er auch mal Hunger. Ihn stört die Hitze irgendwie überhaupt gar nicht. Er war jetzt einfach den ganzen Tag angeln, aber ihn hat die Hitze einfach überhaupt gar nicht gejuckt. Ist ja auch okay, er ist ja auch unser süßer Sunny Boy. Leute, ich bin nicht bereit dafür, ihn jetzt Geburtstag feiern zu lassen, aber wir müssen, wir müssen. So, versammelt euch alle in der Küche, nachdem... Ach, du hast fertig gebadet, dann ist sehr gut. Versammelt euch alle hier unten, denn wir werden jetzt... Daddy Ethans Geburtstag feiern. Warum bist du traurig? Weil es heiß ist. Ja, wir haben leider keine Klimaanlage hier in der Hütte, glaube ich. Malia, was machst du? Ach, diese zwei sind aber auch irgendwie anders drauf, ne? Ethan? Ach, du bist da, okay. Du musst jetzt auch nicht dein Kind hochnehmen, sondern du musst jetzt Geburtstag... Die Torte muss... Oh, okay. Jetzt? Klappt's jetzt? Let's go! Oh mein Gott, alle laufen weg. Ich hasse mein Leben. Yay! Ethan ist... Oh mein Gott. Älter geworden. Das alter, schrumpelige Bäuche. Graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier, als stünde der Sensenmann nicht gleich um die Ecke. All diese Dinge treffen nicht auf unseren sexy Boy Ethan zu. Wir können ihn ja langsam altern lassen, dass er langsam älter aussieht. I don't know. Ich werde jetzt mal versuchen, Mace hat ein Geschenk geschickt, ich werde jetzt mal versuchen, ihn irgendwie minimal wie einen Senior aussehen zu lassen. Ich glaube, das wird echt super schwer bei ihm. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich fand es schon super schwer, ihn erwachsen aussehen zu lassen, aber ihn jetzt wie ein Senior aussehen zu lassen, I mean, wie soll das funktionieren? Naja, wir werden es versuchen. Ach du Scheiße. Aber wir müssen. Er ist ein Senior. Wir müssen. Wir müssen einfach diesen Skin nehmen. Es tut mir sehr leid, Leute. Say you love me. Say like you mean. Cause lately I've been wondering if we should be together. Tell me how you feel. It's now or never. Now or never. But you're yelling at me for something I didn't even do. Making it so hard for me, I think. I need a vacation. Cause all we ever do now is complaining. And I've been getting tired of it lately. Feels like we're battling. Maybe it's better if we're on our own. Hey, Leute. Oh, ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen. Aber ich finde, Ethan sieht alt aus, aber nicht zu alt und nicht hässlich. Also ich finde, er sieht immer noch unfassbar gut aus, aber man sieht halt, dass er in die Jahre gekommen ist. Und das finde ich absolut großartig. Also es ist natürlich jetzt ein großer Schritt von vorher zu jetzt. Aber ich denke, dass es ziemlich gut zu seiner Altersstufe passt. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich habe ihm halt so ganz leicht graue Haare gegeben und so. Der Bart ist so ganz leicht angegraut. Und sein Stil ist so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr passend zu einem Senior geworden. Also hier haben wir jetzt diese Polo-T-Shirts. Und hier habe ich gar nichts verändert, tatsächlich. Hier habe ich ihm ein Langarm-Shirt gegeben. Er ist natürlich immer noch unfassbar muskulös. Ich habe ihm die Schultern ein bisschen zusammengedrückt, weil es sah einfach irgendwie komisch aus. Aber seine Muskeln habe ich ihm gelassen. Er ist immer noch super schlank und muskulös. Also
Da kann man ja auch nichts anderes sagen, ne? Ihr seht, er ist einfach ripped. Er ist ripped, Leute. Aber wenn man sein Leben, also sein ganzes Leben Sport gemacht hat, dann sieht man halt so aus. Hier hat er jetzt so ein süßes Hemd mit so einer Chino und immer seine Flipflops, das finde ich irgendwie cool. Seine Badehose durfte er behalten. Das ist sein heißes Wetter-Outfit und sein kaltes Wetter-Outfit. Und ich finde ihn so süß. Ich Ja, finde ihn so du bist kaputt. niedlich. Also, mir gefällt er richtig gut. Ich hoffe, wie gesagt, euch auch. Ich bin mal gespannt, was unsere liebe Katie jetzt sagt. Ich denke, dass sie ihren sexy Opi immer noch attraktiv findet. Wir haben noch gar nicht geguckt, wie das hier so mit der Attraktivität aussieht. Ich habe ja den Wonderful Whims Mod installiert. Und dadurch sehen wir ja ganz genau, wer wen wie attraktiv findet. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das denn so bei Ethan aussieht. Hier haben wir Katie. Er findet, dass sie extrem attraktiv ist. Das ist so süß. Kann er gucken? Oh mein Gott. Samira ist sehr attraktiv, tatsächlich. Oh mein Gott. Crazy. Kate findet er auch ak extrem attraktiv. Aber ich wollte eigentlich schauen, was Katie über Ethan denkt. Sie findet ihn extrem attraktiv. Was habe ich anders erwartet? Ich will aber jetzt mal sehen, was denkt sie über Jace? Wie denkt Katie über Jace? Wo ist Jace? Da. Sie findet ihn sehr attraktiv. Und was hätte sie über Tyler gedacht? Auch sehr attraktiv. Aha, okay. Das wollte ich wissen. Aber ja, jetzt ist unser Boy ein Senior. Katie hat ja noch ein paar Tage. Ich glaube, hier wird sie zur Seniorin. Ich denke, dass wir das ein paar Tage vorher machen werden, weil das war ja alles so ein bisschen durcheinander. Ich denke, dass wir das vielleicht hier in der Woche machen werden, also in der Herbstanfangswoche, dass sie da zur Seniorin wird, weil da muss ich mich mental erst drauf vorbereiten. Aber ich liebe Ethan. Er ist so süß, Leute. Ich finde, er ist so niedlich. Und der sieht trotzdem auch immer noch aus wie Ethan. Und das finde ich toll. So, geh mal zu ihm und sag ihm, dass er immer noch so aussieht, wie als sie sich kennengelernt haben. Küss ihn und zeig ihm einfach, dass er immer noch attraktiv ist. Ich glaube, dass Ethan nämlich so, vielleicht in so einer kleinen Krise jetzt ist und sich so denkt, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. Und deswegen muss Katie ihm erstmal sagen, wie gut er eigentlich immer noch aussieht und dass er immer noch der Alte ist und dass es nichts bedeutet, dass er jetzt ein Opi ist. Und auch unser Baby Kai, nicht Baby Kai, ich sage immer noch Baby Kai. Unser Kai räumt einfach hier auf und stellt die Teller ab. Sehr gut. Das ist irgendwie gerade so ein Bug von mir. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Habt ihr das gesehen? Er fand es einfach eklig, dass seine Eltern sich geküsst haben. Fun Fact, ich habe früher mal, wenn meine Eltern sich geküsst haben, habe ich immer die Hand dazwischen gemacht, weil ich wollte das nicht. Heute denke ich mir so, wie schön, dass meine Eltern immer noch so verliebt sind. Aber ja, Fun Fact. Auch wie süß. Guck mal, die zwei, ey. Und er so, yeah, ich bin immer noch der Playboy, der ich schon immer war. Hat er Hunger? Ach ja, er hat ja noch nicht gegessen. Guck mal, dann isst doch hier was von dem Frühstück noch. Und dann kannst du, sonst kannst du dir auch noch, das ist einfach schon Malias fünfter Kaffee, kannst du ja noch was von dem Kuchen nehmen. Wie gesagt, ich glaube, dass Malia so ein bisschen überfordert mit ihrer neuen Rolle ist, aber das macht nichts. Und da sich der Tag schon dem Ende zuneigt, können wir ja hier mal ein Feuer machen. Wir haben ja nicht so gute Erinnerungen an dieses Feuer, also an diese Feuerstelle hier, weil als wir mit der White Family hier waren, ist, glaube ich, Coda oder Peter in Brand geraten durch diese Feuerstelle. Das war natürlich nicht ganz so witzig. Ich glaube, das war ein Tag, bevor Snow gestorben ist, tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein trauriger Tag. Okay, und dann grillen wir jetzt einfach mal hier ein paar Marshmallows. Ich glaube, Kai hat da auch große Lust drauf, hier ein paar Marshmallows zu grillen. Katie, ab hier hin. Du kannst ein paar Veggie-Würstchen grillen. Kiana kann auch ein bisschen Marshmallows grillen. Jaden kann natürlich nichts machen, aber er kann sich trotzdem dazusetzen. Leute, eine neue Ära beginnt tatsächlich, ne? Es wird ein ganz neues Kapitel beginnen, denn unsere liebe Kiana wird ausziehen. Und jetzt kann ich euch das auch mal so verkünden. Wir werden uns in der kommenden Zeit mehr auf sie konzentrieren. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dass Katies Geschichte so erzählt ist. Und mich reizen Kais und Jadens Geschichten jetzt auch nicht so unbedingt wie die von Kiana. Also ich finde, Kiana ist einfach der coolste Charakter überhaupt und ich möchte unbedingt mich mehr auf sie konzentrieren. Und deswegen werden wir mit Kiana. Oh mein Gott, es brennt. Es brennt. Oh mein Gott.
man brennt einfach da, wo Jaden saß. Da wurde ja jetzt toll meine Ankündigung hier gesprengt. Bevor wir jetzt hier weitermachen, bevor alle in Panik ausbrechen, möchte ich euch jetzt noch eben verkünden, dass wir ab dem nächsten Part mit Kiana ausziehen werden. Das ist nichts Neues für euch, aber wir ziehen aus und werden mit ihr und Julian zusammen, vielleicht sogar mit Rocket, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob er da auch noch mit bei sein soll. Wir werden zusammen die Uni besuchen. Das wird kein an die Uni Let's Play oder sowas, aber wir werden halt aktiv studieren. Ich denke, wir werden aber so einen sanften Plan machen, damit sie nicht so super viel zu tun haben und das nur so nebenbei machen müssen. Ich habe überlegt, ob wir das auch als so eine Art Rags to Riches machen sollen. Also nicht, dass es eine Rags to Riches Challenge wird, aber dass Kiana halt nur so einen ganz kleinen Betrag an Geld hat, weil sie sich das so gewünscht hat. Sie will kein Geld von ihren Eltern und erst recht auch nicht von ihrem Großvater oder so, sondern sie möchte sich ein eigenes Leben aufbauen und dass sie halt erstmal jetzt so in eine Bruchbude einziehen oder so. Ich weiß es noch nicht. Und eben nicht wirklich Geld haben und sich versuchen, über Wasser zu halten und nebenbei dann eben noch das Studium gut zu absolvieren. Sie wird natürlich irgendwas in die Richtung Sport machen und Leute, ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe natürlich, dass ihr euch da auch so drauf freut und dass ihr da überhaupt auch Lust drauf habt, weil ich glaube, wir haben jetzt super viel Familien-Gameplay gehabt und vor allem auch haben wir das immer noch in der Disney Legacy Challenge. Da ist ja super viel Familien-Gameplay und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns jetzt erstmal so ein bisschen auf die einzelnen Charaktere konzentrieren und nicht immer nur aufs Baby machen und sowas. Ja, schreibt mir gerne noch eure Vorschläge, die ihr dafür habt, in die Kommentare. Also ich weiß nicht genau, wie ich es benennen soll. Ich würde dem Ganzen auch gerne einen neuen Namen geben. Und der nächste Part wird auch erstmal so ein Vorstellungspart quasi für die Leute, die das Rags to Riches Let's Play vielleicht nicht geguckt haben und dann erst zu dem neuen Let's Play einsteigen. Es wird alles in der gleichen Welt stattfinden, also in dieser Rags to Riches Welt wird es stattfinden. Und wir werden auch immer noch Katie besuchen und alle anderen besuchen und auch mal wieder zu denen in den Haushalt gehen und sowas. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Aber unser neuer Fokus wird eben Kiana sein und ich freue mich da sehr drauf. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und ich hoffe, ihr schlachtet mich nicht. Aber ich glaube, dass die meisten tatsächlich auch also am meisten Interesse an Kiana haben. Und die anderen Geschichten werden wir ja trotzdem noch mitbekommen und miterzählen. Und ich freue mich einfach sehr darauf. Aber jetzt werden wir mal ganz schnell hier noch das Feuer löschen, damit hier nicht noch jemand stirbt an diesem wunderschönen Tag. Ethan hat den Brand entdeckt. Ja, Kiana, willst du auf den Plan? Lösch dich bitte. Lösch dich, Girl. Danke. Okay, das ist nochmal gerade eben gut gegangen. Kiana, geh mal ganz schnell duschen, damit du nicht irgendwie jetzt so schlecht gelaunt bist, weil du angesinscht bist. Lollies, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wir haben Ethans Geburtstag gefeiert. Es ist irgendwie krass, dieses Haus bedeutet immer irgendwie einen Abschied nehmen von einer Ära. Beim letzten Mal war es dann eben, dass Snow, ich glaube, ein oder zwei Tage danach gestorben ist. Und hier fangen wir eben neu an. Wie gesagt, bekommt keine Panik. Wir werden immer noch alle anderen Charaktere sehen. Das Ganze kriegt nur einen neuen Namen, neue Aufmachung. Deswegen brauche ich ganz dringend eure Namensvorschläge für dieses Let's Play, weil ich will es nicht Rags to Riches nennen, weil es wird kein richtiges Rags to Riches Let's Play, weil wir jetzt nicht bei Null anfangen mit keinem Grundstück und so, sondern eher so einer kleinen Bruchbude, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht genau. Ich brauche da ganz dringend euren Input einfach, was ihr euch darunter vorstellt. Ich will halt, dass die einfach strugglen und dass sie sich hocharbeiten. Und ich weiß nicht, vielleicht von From Zero to Hero oder irgendwie sowas halt, dass es aber nicht der gleiche Name ist, wie es bisher war, sondern halt was Neues. Ah, ja, gut. Ich freue mich sehr. Ich glaube, ihr merkt das. Ich bin momentan einfach, ich brauche einen neuen Wind in den Segeln und ich lieb's. Ich lieb's sehr. Also ich hoffe, euch gefällt das alles auch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!